Dennis, Glückwunsch zu den 3 Punkten gegen Elversberg. Verdammt hart erarbeitet. Allererste Frage aber, wie geht's den Beinen? Du hast ja ordentlich was abbekommen, musstest auch ausgewechselt werden. Ja, den Beinen geht's Gott sei Dank gut. Der Doc hat nochmal drauf geschaut, aber soll wohl alles in Ordnung sein. Ich denke mal jetzt, die 2 freien Tage, die wir bekommen haben vom Coach, tun glaube ich ganz gut nochmal zum Regenerieren. Und ja, wir sind einfach glücklich, dass es heute mit 3 Punkten dann für uns geklappt hat. Es stand Spitzenspiel drauf. Von außen hätten wir jetzt gesagt, Spitzenspiel war auch auf dem Platz angesagt. Wie hast du es erlebt? Definitiv. Also ein Spitzenspiel war es auf jeden Fall. Das hat man, glaube ich, auch auf dem Platz gesehen, mit was für einer Qualität beide Mannschaften auch gespielt haben heute. Es war kein einfaches Spiel für uns, aber wir sind froh, dass wir mit 3-1 hier das letzte Heimspiel vor allem vor unseren Fans so gestaltet haben. Bei allen 3 Toren hattest du deine Füße mit im Spiel. Zunächst mal der Elfmeter-Torhüter hat die Ecke zwar geahnt, aber der war dann zu gut geschossen. Ja, ich denke auch. Also ich habe ihn schön hart getroffen auf jeden Fall, den Elfmeter. Der kommt, glaube ich, auch mit den Fingerspitzen dran, aber bin glücklich, dass er dann reingegangen ist. Und nach der Halbzeit haben wir natürlich gemerkt, heute geht einiges. Wir wollten einfach weiterhin Druck machen, dass wir dann 2 Standardtore, die durch mich assistiert wurden, natürlich auch reinmachen. Überragende Kopfbälle vom Flo und vom Fetschi. Ja, damit endet das Ding auch 3-1 und die Sache ist dann gegessen. Und das Erstaunliche bei den Eckbällen war, es war ja im Grunde genug eine Kopie voneinander. Also im Grunde genommen 2-mal dieselbe Ecke mit unterschiedlichen Abnehmern. Genau. Also der Fetschi, der ist reingekommen, der wusste direkt, was er zu tun hat und hat den Flo super ersetzt. Beide haben ihre Tore gemacht und ja, wir sind einfach froh, dass wir zu Hause 3-1 gewonnen haben. War sicherlich auch heute wieder ein Kraftakt, da kommt vielleicht die spielfreie Woche mal ganz gelegen. Ja, ich denk mal schon. Also man will natürlich jede Woche ein Spiel machen, aber in der Liga ist es nun mal so, dass immer eine Mannschaft Pause machen muss und jetzt sind wir an der Reihe. Aber wir haben ja noch ein Spiel und auf das ist jetzt erstmal voller Fokus. Ja, ich würde sagen, es war heute ein Regionalligaspiel auf Spitzenniveau. Muss man sagen, es hat sich auf dem Platz so angefühlt und jetzt auch so die ersten Stimmen, die man von außen gehört hat, haben ja auch gesagt, es hat Spaß gemacht zuzugucken und noch mehr Spaß gemacht, dass wir jetzt dann auch für uns entscheiden konnten. Lass uns das Spiel mal von Beginn an aufrollen. Es hat ja wirklich denkbar schwierig für euch angefangen, da kassiert ihr wirklich ein absolutes Traumtor. Ja, macht er gut, muss man einfach sagen. Spricht vielleicht auch fürs Niveau des Spiels. Aber im Endeffekt, Riesenkompliment an die Mannschaft. So, wir sind ruhig geblieben. Wir haben, vielleicht war das auch so ein bisschen der Wachrüttler, den wir auch gebraucht haben. Wir waren anfangs schon drin, aber das war, glaube ich, dann nochmal das, was uns nochmal gesagt hat, komm, wir müssen mehr, wir wollen noch mehr. Ja, und dann gehen wir durch einen Elfmeter in Führung und dann gehen wir mit dem 1-1 in die Halbzeit. Und ja, war, glaube ich, dann ganz gut, wie wir es dann auch noch gedreht haben. Du hast es Wachrüttler genannt, sowas hätte einen ja auch schocken können, euch aber irgendwie nicht. Fantasieren die da drüben, hä? Nochmal, ich hab's vergessen jetzt. Es hätte euch ja auch schocken können, aber ihr seid da sehr, sehr, sehr gefestigt. Ja, das spricht für die Mannschaft. So. Also wenn wir 1-0 hinten liegen in so einem Spiel und der Gegner hat Qualität, das hat man gesehen. Und wir dann im Endeffekt noch 3 Tore machen, das spricht für die Qualität, für die Moral und vor allem auch für die Mentalität der Truppe. So, da ist sich keiner zu schade, für den einen in die Bresche zu springen. Und das ist auch das, was wir seit Wochen predigen. Jetzt war es das 2. Spitzenspiel binnen weniger Tage. Großer Kraftakt einmal mehr. Kommt dir da jetzt persönlich vielleicht die Pause dann auch mal gelegen, dass man ein bisschen sich entspannen kann? Ich denke mal jetzt, die nächsten 1-2 Tage ist schon gut, um runterzufahren, aber man darf auch nicht vergessen, wir haben dennoch ein wichtiges Spiel vor der Pause und das wollen wir auch gewinnen. Wir wollen es positiv gestalten und da muss man ganz einfach sagen, jetzt klar, ein paar Tage ruhig, aber es ist jetzt perfekt, die Pause, dass wir auch weiter hart arbeiten können. Ich meine, wir müssen uns auch trotzdem noch verbessern. Das ist nur, weil wir jetzt gewonnen haben, heißt ja nicht, dass alles perfekt ist. Rafael Garcia, lass uns gleich über das Spiel reden. Erstmal sehe ich da ein blaues Auge. Ist das während des Spiels passiert? Ist noch vom FSV Frankfurt-Spiel vor 2 Wochen. Ja. Lasst jetzt ein bisschen ab, aber ist schon 2 Wochen da. Dann jetzt Fokus aufs Elversberg-Spiel. Verdammt hartes Stück Arbeit, einmal mehr. Wir haben es vor dem Spiel Spitzenspiel genannt. Du würdest es wahrscheinlich jetzt auch nach dem Spiel so unterschreiben. Ja, auf jeden Fall. War ein klares Topspiel, dass wir wieder für uns entschieden haben. Ich denke mal, die ersten 20 Minuten, 25 Minuten waren wir noch nicht so drinnen. Haben trotzdem 0-1 lagen wir hinten, kamen trotzdem sehr gut zurück. Und da sieht man, dass wir einfach Selbstvertrauen haben, an uns glauben, dass wir am Ende schon immer mehr Körner haben als der Gegner bis jetzt. Und das ist ein verdienter Sieg einfach. Dann auch gedreht durch 3 Standardsituationen vor allem, was ja so ein bisschen erstaunlich war, die 2 Ecken, im Grunde genommen identisch. Ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Heute kamen die überragend rein, auch von Tunay.
Ja, man muss auch mal Spitzenspiele mit über Standards entscheiden. Das haben wir in den letzten Wochen nicht so oft gemacht, aber diesmal haben es 3 Standardstore haben uns dabei geholfen zu gewinnen. Und ja, dann sind wir unberechenbar in vielen Sachen und das bringt uns einfach weiter. Jetzt habe ich schon gehört, dass ihr vom Trainer, ich glaube, 2 Tage jetzt erstmal frei bekommen habt. Hast du da irgendwas, was du besonders gerne machst, so nach so einem Spiel, um so ein bisschen runterzukommen? Also ich versuche einfach komplett runterzukommen, habe überall Schmerzen. Ich glaube, ich fahre einfach mal einen Tag komplett runter, mache gar nichts und dann mal schauen, was die nächsten Tage dann so bringen. Und dann geht es dann auch schon wieder bald nach Ulm. Ich denke, da könnt ihr jetzt aber auch so ein bisschen die Pause gut gebrauchen, um ein bisschen Kräfte zu tanken. Ja, auf jeden Fall. Das sind die letzten Spiele vom Winter. Wir haben viele Körner gelassen, haben viele Spiele gehabt. Ich denke, eine Pause tut jedem gut. Ich hoffe einfach, dass wir diese Woche einfach mal runterkommen für den Körper und dass wir dann in der letzten Woche nochmal Gas geben können und uns gut vorbereiten fürs Ulm-Spiel. Matthias Fetsch, ganz, ganz starker Gegner heute am Biberer Berg zu Gast. Die SV Elversberg, 3:1 habt ihr gewinnen können. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie selber gesagt, es war ein enges Spiel. Es war ein absoluter Top-Gegner, den wir auch genauso erwartet haben, beziehungsweise wir wussten, was auf uns zukommt. Ja, und genau so haben wir das Spiel auch angenommen und in meinen Augen auch ein verdienter Sieg gewesen, auch wenn es am Ende in Anführungsstrichen nur die Standards waren, die dann auch das Spiel entschieden haben. Aber wie man so schön sagt, die Standards gehören zum Spiel. Gerade in solchen engen Spielen ist es auch ganz wichtig. Und da haben wir auch wieder gezeigt, dass Freistöße, Eckbälle zu unseren absoluten Stärken gehören. Weitere Stärke auch das Wegstecken von Gegentreffern. Ich sag mal, von so einem absoluten Traumtor hätte man sich ja auch beeindrucken lassen können. Das war bei euch aber definitiv nicht der Fall. Ja, muss man leider anerkennen, war Tor des Monats. Aber gut, wie selber gesagt, wir haben das gut weggesteckt, wir haben weitergemacht, war natürlich auch noch extrem viel Spielzeit. Von daher zeichnet natürlich auch nochmal eine gute Mannschaft aus, wie wir es auch sind, dass wir da jetzt nach so einem 1-0 nicht auseinanderbrechen, sondern einfach an unserem Plan festhalten, weiterspielen, Gas geben und am Ende hat es sich natürlich dann auch gelohnt. Dann wollen wir jetzt nochmal auf diese 2 Ecken genauer blicken. Du hast dir von draußen angeguckt, wo sich der Bojai hingestellt hast und hast dann genau dahin auch gestellt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also ähnlich, weil ich meine, im Endeffekt, ich bin für Flo reingekommen. Wir besprechen ja natürlich unsere eigenen Standards, die wir schießen, aber auch wie wir sie verteidigen wollen. Und ich habe dann halt 1:1 auch die Position von Flo einnehmen sollen bei den eigenen Standards. Und der Ball kam wahrscheinlich zweimal fast identisch auf den gleichen Punkt. Beim ersten Mal war Flo da, beim zweiten Mal war ich da. Und in kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Minuten, haben wir dann das Spiel gedreht. Und nach dem 3:1 ist natürlich dann auch ein bisschen Ruhe eingekehrt für uns dann auch. Weil es immer schwer mit einem Tor Vorsprung die Schlussphase. Aber da konnte man ein bisschen Ruhe reinbringen. Ruhe reinbringen jetzt wahrscheinlich dann auch für die nächsten 2 Tage das Motto. Ihr habt trainingsfrei. Hast du da irgendwas, was du dann besonders gern machst, um so ein bisschen runterzukommen? Jetzt nichts allzu Besonderes, einfach so diese Standardsachen, Zeit mit meiner Freundin verbringen, einfach zu Hause die Zeit genießen, die freie Zeit genießen, ein bisschen Energie tanken. Aber natürlich muss man da jetzt auch gerade aktuell in der aktuellen Situation noch ein bisschen vorsichtig sein, was man macht oder dass man überhaupt irgendwas macht. Von daher gibt es da jetzt auch nicht viele Optionen. Von daher einfach zu Hause ein bisschen die Zeit genießen, die Vorweihnachtszeit. Und dann geht es am Mittwoch weiter. Ja, dann sage ich recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel. Kickers Offenbach gegen Elversberg, Endstand 3:1. 5.173 Zuschauer waren heute anwesend. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, Horst Steffen, Sreto-Ristic. Horst, du darfst gleich beginnen mit deinem Statement. Ja, Glückwunsch, Sreto, an dich und deine Truppe. Es fing gut an für uns. Mit dem 1-0, mit der 1-0-Führung, war ein offenes Spiel von Anfang an, fand ich hart umkämpft und beide haben versucht, die Lücken des Gegners zu finden, mit einer ganz guten Intensität gespielt und dementsprechend war es ein offener Schlagabtausch zum Teil. Das 1-1, Elfmetersituation, ich müsste es gerne mal sehen, keine Ahnung, spielt uns natürlich nicht in die Karten und dann war es zweite Halbzeit so, dass wir weiterhin ein offenes Spiel gesehen haben, Offenbach hin und wieder ein bisschen griffiger noch, gerade so im Zentrum war das Gefühl, trotzdem auch uns würde ich bescheinigen, dass wir immer die Situation noch hatten
und versucht haben, uns durchzuspielen. Ja, dann haben wir am Ende Standardsituation auch das Ding entschieden, muss man ganz klar sagen. Wenn wir dann so Standards kriegen, Gegentore kriegen, ist es spielentscheidend und das war so. Und am Ende hatten wir dann nicht mehr ganz so viel zuzusetzen und haben dann nicht mehr so richtig sauber gespielt. Und dementsprechend hatte dann Offenbach noch Situationen, auch ein weiteres Tor zu machen, vor dem 3-1 noch ein, zwei Situationen, schon früher das dritte Tor zu machen. Ja, dann hatten wir keine Gegenwehr in der Form mehr, dass wir richtig Durchschlagskraft hatten, mussten aber auch anerkennen, dass eben Offenbach da sauber und gut verteidigt hat und dementsprechend es schwer war, Lücken zu finden. Ja, bittere Niederlage für uns. Ich habe mich schon gegen Homburg sehr geärgert, dass wir da verloren haben, weil es einfach da nicht notwendig war. Aber ich wusste, dass es hier eben auch hart zur Sache gehen kann, mit Emotionen zur Sache gehen kann. Und dass dann eben auch ein Spiel mal verloren geht in Offenbach, das hatte ich eher auch schon mal im Kopf, dass das passieren kann. Es ist heute so gewesen. Schade für uns. Haben jetzt einen Abstand nach oben. Müssen wir erstmal schlucken und verarbeiten, damit wir dann in Ulm, gegen Ulm, nicht in Ulm, gegen Ulm, noch ein Spiel hinlegen, wo wir sagen, da zeigen wir, dass wir eine Spitzenmannschaft sind und gewinnen auch die Spitzenduelle für uns. Alles Gute euch, frohe Weihnachten. Bis demnächst. Tschüss. Dankeschön, Soto. Ja, hallo erstmal und Haus, danke für die Glückwünsche. Ja, so ungefähr haben wir den Gegner auch erwartet, wohl wissen, dass es wahrscheinlich die spielstärkste Mannschaft ist und dass es ja, gilt zu verteidigen, nicht nur den ersten Pass, den ersten Ball, sondern eben bis zum Schluss. Und das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Trotzdem hat es in der ersten Halbzeit 20, 25 Minuten gedauert, bis wir griffiger wurden und auch tatsächlich diese Zweikämpfe und die Intensität hochgefahren haben. Ab da, denke ich, waren wir richtig gut im Spiel, nur zu der Zeit dann auch 1-0 hinten gelegen. Riesenkompliment an die Mannschaft, wie sie es angenommen hat. Wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass es ein Spitzenspiel ist und dass es nicht nach 10, 15 oder 20 Minuten entschieden wird, sondern eben über 90 Minuten gehen wird und das haben wir richtig gut gemacht. Zum Elfmeter kann ich auch wenig sagen, außer dass ich glücklich bin, dass wir den bekommen haben. Ist einfach auch für mich viel zu weit weg gewesen. Ich denke, dass es in der ersten Halbzeit relativ ausgeglichen war. Gegen einen richtig guten Gegner, das muss man schon so sagen. In der zweiten Halbzeit hatte ich auch das Gefühl, dass wir griffiger sind, dass wir in der Lage sind, mehr zuzulegen. Und da haben wir immer wieder den Gegner vor Probleme gestellt, folgerichtig dann auch zu einigen Standards gekommen. Und ja, in so einem Spiel kriegst du nicht viele Chancen. Und Standard ist nach wie vor eine Waffe von uns. Und umso glücklicher bin ich, dass wir das heute auch ja, umgemünzt haben und dass sich einige Spieler auch belohnt haben für diesen Aufwand, den sie schon jetzt ein halbes Jahr hier betreiben, speziell eben auch Flo Boyai und auch Matthias Fetsch. Ja, alles in allem denke ich, war das ein sehr intensives Spiel, aber keineswegs irgendwie unfair, hat geführte Zweikämpfe, aber nicht irgendwie bösartig. Das denke ich, war uns auch wichtig, dieses Spiel auch zur Hälfte zu beenden und eben mit den Fans in den Rücken auch zu Ende zu bringen. Sonst muss ich wirklich sagen, auch ein Riesenkompliment an die Fans, was die heute wieder veranstaltet haben und im Zusammenspiel mit der Mannschaft wirklich über 90 Minuten. Wir haben uns überhaupt nicht beeindrucken lassen vom Ergebnis oder von der Art und Weise, wie stark der Gegner aufgetreten ist. Das haben wir einfach über 90 Minuten durchgezogen und unterm Strich auch verdient gewonnen. Horst, dir wünsche ich natürlich speziell nächste Woche viel Glück. Und liebes Jahr auch natürlich alles Gute, bleibt gesund. Dankeschön. Dankeschön. Ich schaue mal in die Runde. Gibt es noch weitere Fragen an die beiden Trainer? Jochen? Olli, gehst du vielleicht so zum Jochen und dann können wir alle hören, was er fragt. Eine Frage an Sreto Ristić. Tuner Deniz war heute an allen drei Toren entscheidend beteiligt. Hat ihn denn die Geburt seines Kindes beflügelt oder ist er immer noch am Warten? Ja, der ist auf jeden Fall noch am Warten und das versuchen wir jetzt so bis zu dem 19. hinauszuziehen, weil das funktioniert ganz gut. Deswegen, ja, der ist noch am Warten, ich habe keine andere Information. Weitere Fragen? Sehe ich jetzt hier nicht mehr.
dann nochmal Dank an alle, dem SV Elversberg alles Gute, oder die Mannschaft von Elversberg für euch alles Gute. Das war unser letztes Spiel im Kalenderjahr. Ich darf jetzt schon mal frohe Festtage wünschen. Es wird nochmal eine Pressekonferenz geben zum Auswärtsspiel in Ulm. Das wird dann der Lars wieder übernehmen. Wie gesagt, alles Gute, bleibt gesund und bis dann. Danke, ciao.